Hallöche, Freunde, herzlich willkommen zurück bei Ark PlayStation 4. Bevor ihr fragt, warum kam denn gestern kein Video, es lag einfach daran, ich wurde hier permanent in der Bude belagert und jedes Mal stand irgendeiner vor der Tür, dass ich nicht aus der Tür rauskam oder sind mir Leute hinterhergelaufen, mit dem Argentavis über meine Bude geschwebt und haben die ganze Zeit Krach gemacht. Ihr wisst, wenn so ein Argentavis über dich schwebt, dieses das geht einem nach einer Weile richtig auf den Sack. Ich hatte das Video zwar fertig, aber man hat mir angesehen, dass ich keinen Bock hatte und sorry Leute, das soll jetzt echt nicht böse klingen, aber bitte nicht immer permanent um mich rumschwirren. Auf Dauer ist das, ja, wenn man ein Video machen will, ein bisschen stressig und im Schnitt auch, wenn du permanent immer wieder was rausschneiden musst. Jetzt noch zum anderen Thema, gerade die Dinge, die ihr ja bestimmt im Titel gelesen habt, die vielleicht ja das Wichtigste eigentlich daran sind. Aber erstmal, einige haben ja auch festgestellt, wo ich zum Bosskampf war, wo wir den Affenboss gemacht haben. Sind wir ja auf The Island gereist. Ich hatte den Argentavis bei. Und ja, ich hatte beim Hochladen des Argentavis vergessen, den Sattel runter zu machen. Und da waren Teile meiner Ausrüstung drin. Ich habe mir ein bisschen Ausrüstung nachgemacht. Ich habe mir hier eine neue Pike besorgt und ich habe auch unten eine Metallaxt. Aber die überragenden sind jetzt leider weg. Und ja. Dummheit muss bestraft werden. Also habe ich mir selber eingebrockt. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben trotzdem noch Ausrüstung. Haben wir noch. Mein Kaktussaft ist leider alles flöten gegangen. Ich hatte ein Glück vorher. Hatte ich mir noch ein bisschen was gemacht. Also ich hatte mir noch... Ja, ich habe hier noch ein bisschen Sand drin. Hier haben wir auch noch genug Sand. Ich hatte mir ja noch ganz viel Lehm gemacht. Hier ist noch ein bisschen was drin. Hier ist überall noch ein bisschen Lehm verteilt, weil ich ja den Boden hier drin fertig machen wollte. Und ja, das hier oben möchte ich gerne eine Art Fallgrube machen. Also, dass ich, wenn ich Tiere greife, die oben reinschmeißen kann und die unten zähmen kann. Also, zähmen in der Bude war eigentlich so meine Idee des Problems. Wie kriege ich die wieder raus? Und da habe ich mir gedacht, dass ich das hier vorne auch abändern würde. Hier kommt ein Dino-Tor rein, dass ich die Tiere, ja, teils raus und wieder reinbekomme. Dass ich, wenn ich später auch mal vielleicht was züchten will, nicht immer vor der Frage setze, okay, wie kriege ich das Vieh jetzt hier raus, ne? Oder eine Rampe hier rein oder keine Ahnung. Aber wenn ich das oben offen lasse, dann kommen mir wieder die anderen Spieler rein. Das ist auch ein bisschen doof. Da lasse ich mir noch ein bisschen was überlegen. Ich muss mal ganz kurz in die Gamma-Korrektur gucken. Irgendwie bestimmt hier... Wieso ist die eingestellt? Es ist zu hell heute aus. Mach vielleicht mal die Fackel aus. Die nervt mich auch gerade ein bisschen. Ihr seht schon, unser Dödi. Ich habe ihn benannt. Dahinter ist er, hinter der Wand. Das ist Dödli. Kann man kein Ö machen, deswegen musste ich... Ich gehe rausgucken. Alter, ich will mal kurz gucken. Da. Ja, Dödli. Ist ja weiblich, deswegen konnte ich ihn nicht Dödel nennen, ne? Ihr wisst schon. Und, achso, ja, ich will mal mit dem Thema anfangen. Die Tiere, also ich dachte jetzt vorgestern kam ein Update raus, das 1.63? War das 1.63? Ich gehe mal nebenbei nochmal ein bisschen was farmen, weil ich brauche noch Stroh für den Boden. Alter, ja, die Tür zu machen, sonst sitzt nachher hier drin. Alter. Ping des Todes heute wieder. Ja, komme ich auch noch drauf zu. Gibt so einige Dinge, die jetzt bei Ark eigentlich geändert werden sollten, wo ich eigentlich dachte, dass der Patch dazu da ist. Ne? Also eigentlich sollte ja ein TLC kommen. Ich glaube, so nennt man das. Also dass halt verschiedene Designänderungen bei Ark eintreffen. Zum Beispiel, dass der Rex neue Texturen bekommt, weil ich muss ehrlich sagen, der Rex sieht mir in Ark zu lieb aus. Irgendwie. Und da haben sie halt Texturänderungen vorgenommen. Der Wolf wird einiges flauschiger und kuscheliger aussehen. Also halt ein bisschen wolfmäßiger. Muss man wirklich so sagen. Der sieht manchmal echt ein bisschen komisch aus. Das Känguru. Ich meine, das sieht ja nun wirklich einen dummen Gesichtsausdruck. Ne? Mit diesem Streifen da auf dem Mund. Also zumindest dieses Comic-Gesicht. Ja, das ist ein bisschen abgeändert. Der Bär, finde ich jetzt sieht es immer aus wie ein Bär. Also ich hoffe, dass ich das nicht vergesse, die Fotos jetzt hier vor euch einblende. Der sieht jetzt gar nicht mal so kacke aus. Ich wollte noch ein bisschen Stroh fahren, warte mal ganz kurz, ich hole mal da vorne noch ein bisschen was ran. Der sieht jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so blöd aus. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wie ihr die neuen Tiere so findet. Oh, ein, zwei glaube ich noch, da muss ich aber ganz kurz gucken. Der Argentavis, genau. Der Argentavis... Der sieht jetzt wirklich aus wie ein Vogel. Also, pass auf, ich zeige euch das mal. Wir gehen mal ganz kurz rüber. Und, ich meine, der sieht echt manchmal ein bisschen
Ne? Bisschen strange aus. Wir gehen mal kurz ran hier. Ich meine, welcher Vogel sieht denn so komisch aus? Ist doch kein richtiger Schnabel. Ich meine, gut, jetzt mal nicht beachten, dass die Plays auf PlayStation die Texturen ein wenig matschig ausschauen. Siehe das Auge, wenn man jetzt ein bisschen näher rangeht, mal ganz kurz zu. Ne? Davon mal abgesehen, ich bin gespannt, wie sie es auf den Konsolen umsetzen wollen sollen. Ich habe es ja auf der Xbox One X gesehen. Da sind die Texturen. Ich weiß, jetzt kommen natürlich die Hater wieder. Oh, scheiß Xbox und so. Nee, aber ehrlich gesagt, Xbox One X, ich habe es mir angeguckt. Es sah sechs Texturen deutlich besser aus. Das einzige Problem, was die Xbox One X und die Xbox haben, die FPS. Oh. Ich finde die, ehrlich gesagt, nicht geil. Ich meine, hier renne ich jetzt großteils, wenn nicht so viele Strukturen sind. Ich muss mal ganz kurz irgendwo was essen. Habe ich irgendwo noch was? Habe ich was im Trog drin? Alles abgelaufen. Mist. Ah, ich habe noch ein Ei. War ganz kurz Ei rein. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Bin ich schon wieder durch das Essen ja total umgedriftet. Ah, geht hoch. Achso, Texturen. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Also, die Texturen sehen auf der Xbox One X besser aus. Aber, sorry, auf PlayStation sind die FPS besser. Bei der Xbox One X liegt es einfach nur daran, die FPS werden großteils gedrückt, weil, wenn du einen HDR-Fernseher hast, werden drei Bilder auf einmal ausgegeben. Also sozusagen ein überbelichtetes, ein unterbelichtetes und ein normales, damit du schwarz schwärzer aussieht, das weiß weißer aussieht und so weiter. Und das drückt das Spiel ganz schön runter. Das liegt aber nicht an der Konsole. Das liegt definitiv nicht an der Konsole, sondern das liegt im Spiel. Also da müssen die von Wildcard selber ein bisschen nachbessern und das Spiel optimieren für die Konsolen. Was momentan, ja, echt momentan ein bisschen doof läuft. Man merkt es ja auch, Xbox One X und PC. Also die PC-Version, die du im Microsoft Store kaufst, ne? Also im Windows Store. Die sind ja Crossplay. Das heißt, wenn du im Windows Store ARC PC gekauft hast, kannst du mit Xbox zusammenspielen. Das funktioniert, aber halt bei Sony. Da liegt es aber, denke ich, auch ein bisschen an Sony, ne? Muss man ja schon sagen, ne? Also die wollen ja sowas großteils nicht. Aber ich finde das eigentlich recht cool. Bloß die Steam-Version geht halt nicht, ne? Die Steam-Version durch Mods und alles drum und dran, das wird, glaube ich, auch die Konsolen sprengen. Ah, ich schweife wieder eigentlich total ab vom Thema. Ich wollte eigentlich über die neuen Skins reden und dann, was war dann noch übrig geblieben? Das haben wir, der Affe, ne? Ich meine, den sein komischer Gesichtsausdruck. Da ist es klar, dass die Idee mal abändern müssen. Ich nehme mal jetzt ganz das Stroh raus. Ich weiß, ich renne hier bloß sinnlos nebenher. Aber ich bin keine Frau. Ich bin nicht so multitaskingfähig. Das heißt, ich kann nur maximal zwei Dinge auf einmal machen. Das ist Quatschen. Gut, ein Ding. Quatschen oder Spielen. So, was fehlt uns? Ich muss mal ganz kurz die Lehmdinger nachmachen. Bin ich genug Lehm? Fasern? Wie gesagt, ihr wisst, ich bin neutral allen Sachen gegenüber, Konsolen. Ich meine, ich habe auch alle Konsolen, also sei es Nintendo Switch, sei es jetzt die Xbox One X, die ich ja heute bekomme. Nicht wegen ARK-Spielen, sondern weil ich PlayerUnknown's Battlegrounds spiele. Flauschi ist tot? Flauschi? Wo ist Flauschi hin? Hä? Wie kommt dein Flauschi bitte raus? Da ist nicht irgendeiner hat ihn gegrabt und da irgendwo reingeschmissen. Flauschi. Oh, jetzt muss ich mir ein neues Flauschi besorgen. Ah. Na gut, kann man verkraften. Es war nur ein Flauschi. Also das Jabber, was ich habe. Ah, jetzt bin ich schon wieder im Text hängen geblieben. So, wo waren wir nochmal stehen geblieben? PlayerUnknown's Battleground. Warum ich das auf Konsolen spielen will? Ehrlich gesagt, ich bin Konsolenspieler. Also es gibt es leider nicht auf der PlayStation, das hätte ich auf der PlayStation gespielt. Aber es gibt es halt auf der Xbox One X. Nicht nur deswegen hole ich mir die Konsole. Allgemein, weil ich auch Halo spiele. Also ich habe ja die alten Halo-Teile auf der Xbox 360 und so weiter und so fort. Will ich halt darauf ein bisschen zocken. Und ich weiß, zwecks FPS
Es ist auf dem PC besser. Das weiß eigentlich jeder. Was fehlt denn jetzt überhaupt? Wieder Lehm. Es ist auf dem PC durchaus wirklich performanter. Auch auf der Xbox One X läuft es auf 30 FPS, weil es sozusagen limitiert wird, dass die andere, die ältere Xbox One, keine Nachteile sozusagen im Spiel hat. Das heißt, die FPS werden runtergedrückt. Warum man das machen sollte, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Finde ich auch ein bisschen blöde. Aber ich will es halt einfach mal daddeln. Einfach mal, weil ich Bock drauf habe. Und deswegen kann man immer sagen, ich mag eigentlich alle Konsolen. Es gibt so diese Fraktionen immer, die sagen, ah, PlayStation ist besser, Xbox ist besser und so. Ich weiß nicht, irgendwie, das hatte ich, wie alt war ich? Da war ich vielleicht 12. Da hatte man so einen Konsolenkrieg. Aber irgendwann wirst du alt oder älter, besser gesagt. Und da ist dir das völlig wurscht. Hauptsache, du kannst zocken. Und zumindest ist das, worauf du Bock hast. Deswegen finde ich die großen Industrien, zum Beispiel, sagen wir es mal so, Sony, Microsoft, Nintendo, dass die sich nicht irgendwie mal zusammenschließen, statt sich gegenseitig zu bekriegen, mal wirklich eine Konsole schaffen für alle. Aber da hängt das gute Geld wieder mit drin, ne? Und das ist eigentlich das Schlimmste mit. Also, eigentlich sollte das Ziel sein, uns Spieler glücklich zu machen. Und nicht den Konkurrenten irgendwie eins drauf zu drücken mit ich mach die bessere Konsole und so weiter. Finde ich eigentlich ziemlich traurig. Weißt du, ich habe das halt da hingesetzt. War jetzt kurios. Wie war es denn großteils damals gewesen? Kennt ihr den. Ihr kennt ja bestimmt den Super Nintendo, ne? Oder war es der vorige Nintendo? Auf jeden Fall irgendein Nintendo, ne? Hat die Soundkarte von der PlayStation 1 mit drin, weil vorher war Sony, also die Entwickler von Sony, haben vorher bei Nintendo gearbeitet. Ja, schon witzig, oder? Also, ist jetzt nur ein kleiner Game-Fact. Also, damals war es wirklich so, dass Spiele für Spieler da waren. Konsolen auch für Spieler. Und heutzutage ist es irgendwie eine Marketing-Sache, was ich ehrlich gesagt traurig finde. Und die meisten Leute gehen drauf ein und sagen, das ist doch voll scheiße auf der Xbox. Und die anderen sagen, oh, ist doch voll scheiße auf der PlayStation und so weiter. Ach, warum kann man nicht einfach in Frieden leben und zum Beispiel so ein Spiel hier mit beiden genießen? Warum nicht? Ich verstehe das einfach nicht. Könnt ihr mal ja euren Senf dazu geben, wie ihr das zum Beispiel seht? Würdet ihr das auch gemeinschaftlich besser finden, wenn man sagen kann, okay, ich bin auf der Xbox oder ich bin auf der PlayStation, scheißegal, Hauptsache wir können das Game zocken. Das wäre doch eigentlich mal eine coole Sache, oder? Aber wir als kleine Bürger können ja großteils nichts tun. Da streiten sich halt die Großen lieber weiter und wir als Spieler hängen mit der Nase hinterher. Und ich hatte eigentlich eine Sichel, aber die ist weg. Ich weiß nicht, ob ich das schon drin hatte. Ich musste jetzt mehrmals mit Beschnitt neu anfangen, weil ich irgendwie immer irgendwelche Viecher um mich herum habe und irgendwelche Spieler. So. Das war jetzt eigentlich das große Thema, was ich diese Folge eigentlich ansprechen wollte. Ich will jetzt nur noch da drinnen alles großteils fertig kriegen, dass ich zumindest mal den Boden fertig habe, dass ich nicht immer so blöd dastehe und hier nie vorankomme. Ich meine, gut, ich habe ja schon die Werkbank hingestellt. So weit war ich schon gekommen. So. Ich brauche jetzt Fasern, Fasern, Fasern. Wie viel haben wir? Ich kann nicht schon was herstellen. 4 Stück wieder. Lass ich gleich mal durchlaufen, kann ich gleich. Dran wird es nachher wieder fehlen. Hallo? Das war jetzt kurios. Ja, witzige Fehler bei Ark. Kann man mal machen. Hauptsache neue Tierskins reinmachen, aber nicht die Fehler beheben, die momentan da sind. Studio Wildcard, bitte unternehmt etwas. Sieht eigentlich mehr so ein Ping aus. Ping ist jetzt gut. Also wirklich, in der Nacht ist der Ping gut. Ne? Vorhin, wo ich online war, da war bei 256 und 255 war da wieder gewesen. Ja, 255 war da vorhin. 56 geht, glaube ich, gar nicht. Ah, wo wir gerade dabei sind, Ping. Weil manchmal wissen wir ja, der Ping, zum Beispiel bei mir auf dem Server, der ist enorm im Arsch. Sage ich jetzt einfach mal so. Kann man hier was sammeln? Nö.
Das liegt großteils nicht an den vielen Strukturen, die da sind. Die meisten sagen zwar, ja, das sind viel zu viel Strukturen, da geht der Ping in die Höhe vom Server. Bei Primitive Plus, ja, da ist das wirklich so, weil zu viele auf einem Fleck sind. Aber hier ist es wirklich daran, dass die Verbindung vom Spieler zum Server meistens mit Unterbrechungen drin sind. Zum Beispiel, wenn andere Leute, zum Beispiel, sagen wir es mal, es sind Spieler auf dem Server, die nebenbei vielleicht Spotify hören oder halt was downloaden nebenbei. Dort werden halt sozusagen Daten verzögert und der ganze Ping vom Server, wenn es viele Leute machen, geht dann in die Knie. Ne? Und das ist halt, deswegen steigt der Ping immer so extrem hoch. Aber nachts ist hier immer schön Ruhe. Jetzt habe ich wieder so einen Glitch drin gehabt. Jetzt geht er wieder hoch. Jetzt sind wir noch 35 Leute, jetzt geht er wieder runter. Manchmal, da hat man so ein Ding hier drin, ne? Sitzt bestimmt einer da, downloadet nebenbei irgendein Update und dann geht's hier rund. Sonst so, wenn du nachts spielst, da hast du meistens nie Probleme. Nur mal so angemerkt, weil das hatten sie, glaube ich, auf The Island gehabt. Da hatten sie sich die Leute auch beschwert, ja, der Ping ist viel zu hoch. Es war meistens nur ein Tag. Der Ping ist viel zu hoch, kann man da was machen und so? Da kann ich nichts machen, Freunde. Das ist einfach nur, manchmal ist von Nitrado die Verbindung halt schlecht und manchmal sind es halt, wenn zu viele Spieler drauf sind, die eine schlechte Verbindung haben. Zum Beispiel, wenn einer mit einer 1000er Leitung sitzt, da zieht den Ping halt auch irgendwann in die Höhe. So mehr Spieler halt drauf sind, umso mehr ist dieser, wie soll man das sagen, dieser Ping of Death irgendwann mal da. So, jetzt versuchen wir das da drin nochmal so weiterzumachen. 4 Stück haben wir schon. Und es wird schon wieder Nacht. Ich habe hier die Folge, das Anfang der Folge, am Tag angefangen. Also, wo die Sonne aufging. Könnt ihr mal sehen, wie viel Zeit ich hier jedes Mal verplemper. Allein nur, weil ich irgendwelche Blödsinn mache oder mich irgendwelche Leute nerven. So. War Spaß. So. Dann mache ich nochmal 2 Stück. Das schaffe ich heute wieder nicht. An was liegt es denn schon wieder? Ich mache mehr. Ist wieder irgendeiner in meiner Nähe, der das Mikrofon anhat. Das hört man, wenn so ein Brummen drin kommt. So. Da nochmal hin. Ah, komm. Noch. Stroh. Ich habe wieder diesen Strohmangel. Wie viel bekomme ich nochmal raus, wenn ich. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. 10 Stroh. Ja, das reicht jetzt auch nicht mehr, ne? Na gut, Freunde, das sollte eigentlich sowieso nur eine Infofolge werden. Ich mache hier mal Licht an und verabscheue mich. Ne? Gut, ich mache hier Folgenpäuschen. Wie gesagt, es sollte heute eigentlich nur eine Infofolge. Ich habe schon wieder eigentlich total ausgeschweift. Es sollte eigentlich 5 Minuten gehen. Das ist schon wieder viel zu lang. Ich danke dir trotzdem vielmals fürs Zuschauen. Wie gesagt, eure Meinung ist wichtig, zwecks den Viechern, was ihr dazu sagt, also den neuen. Wir sehen uns dann im nächsten Video hoffentlich wieder. Haust rein, habt einen schönen Tag, mach's gut. Ciao.